wir hier richtig weniger Weiher. Und Verfolgerei funktioniert nicht. He? Probieren wir mal das mit dem Verfolger da. Und geht schon. Aber jetzt bin ich außerhalb vom Bereich. Ja, heute ist das Ziel, einmal da mit dieser Kamera auszuprobieren, wie das so funktioniert. Jetzt habe ich keine Linse drauf, stand da mitten im Wald rein. Vögel zwitschern und mache da mal so einen Dreh. Jetzt muss ich aber vielleicht gleich noch ein bisschen zur Sonne stehen, wo die Sonne auch nicht zündet. Ja. Bin ich auf dem Weg zum weniger Weiher. Ich will dort ein paar Aufnahmen machen von dem Häuschen, wo glaube ich, den Wasserstand reguliert. Mal schauen, wie das rauskommt. Dann laufen wir da wieder ein bisschen weiter. Also mehr. Ich habe den Osmo auf das Stativ montiert, mit der Witz abgeknickt, dass ich jetzt sehe, filme jetzt voraus und ich sehe trotzdem gut auf das Display. Ich glaube, bei dem Wechsel, so ich gerade mal während dem Betrieb, jetzt habe ich es einmal duschen und dann geht es gerade direkt auf mein Gesicht, um irgendwie Halt zu blocken, oder? Ob ich da immer gerade so etwas Vernünftiges zum Erzählen habe, da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall ist es hier noch ziemlich schön durch die Waldtüre. Der Weg ist trocken von diesen riesen Wassermassen. Und da letzte noch oben runtergekommen sind, merkt man eigentlich nicht so viel dazu. Dann mache ich hier aus. Machen wir hier den seitlichen Schwenk. Motiv verloren. He? Gehen wir da durch. In einem Gebüsch wird es schwierig. He? Er nimmt das Gebüsch auf und nicht. Es war sehr schön hier, aber da mit dem Aktivtrack hier quer durchs Gebüsch führen, um irgendwie da hinten das Häuschen da abzufütteln, da ist schon eine schwierige Sache. Da verliert er halt den Punkt. Sieht man es ja da hinten, das Haus da.
Mal schauen. Vielleicht ist auch Bedienungsfehler. Alles zumal mit dieser Automatik machen würde. Ja, ist cool da, der kleine Spaziergang hier. Im Bittenauer Weiher noch. Nein, nicht Bittenauer. Weniger Weiher heisst der. Die kleinen Weiher kommen immer durcheinander. Blüten, viel schöne
Farbkontrast in der grünen Wiese rein. Und ja. Natürlich viele Insekten, die auch umeinander sind und diese Blüten anfräsen. Ja, tipptopp. Jetzt gehe ich langsam Richtung Retour. Dann nimmt es mich wunder, was da viel Material so hergibt.